Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Pro und Contra. Herzlich willkommen auch an Sie im Studio. Am Freitag hat die EU mit der Türkei einen Deal abgeschlossen zur, wie es heißt, Flüchtlingsabwehr. Und wir diskutieren heute, ob das jetzt ein guter Deal ist, der schon lange überfällig war mit der Türkei, oder ob uns die Türkei da vielleicht über den Tisch zieht und die EU erpresst. Das diskutieren wir mit Berivan Aslan. Sie ist kurdischstämmige Abgeordnete im österreichischen Parlament bei den Grünen. Und Ewald Stadler, ehemalige EU-Abgeordnete. Sie beide sind sehr türkeikritisch und nicht sehr begeistert von diesem Deal. Gegenüber Fatih Köse, ein türkischstämmiger Politaktivist und durchaus ein Bewunderer Erdogans und der Türkei. Und Omar Al-Rawi, Gemeinderat in Wien. Sie beide sagen, dieser Deal war richtig so und hätte schon lange stattfinden sollen. Und wir starten heute mit einer Frage im Publikum. Bitte sehr. Guten Abend. Letzte Woche kam es zum EU-Deal. Welche Auswirkungen hat das nun für uns Österreicher und wie wirkt sich das Ganze auf die Problematik mit den Flüchtlingen aus? Gut, reden wir, danke für die Frage, reden wir zuerst über diesen Deal, Herr Al-Rawi. Ich frage Sie jetzt, was hat dieser Deal konkret für Auswirkungen auf uns? Ich glaube, was sehr wichtig ist, wir brauchen in dieser ganzen Problematik der Flüchtlinge mehrere Ebenen, auf die wir arbeiten sollen. Es gibt so, Bundeskanzlerin Merkel und Deutschland setzt alle Hoffnungen auf diesen Deal. Ich glaube, der ist nicht genug, um die ganze Flüchtlingsproblematik zu lösen. Aber er ist überfällig. Es gibt positive Dinge, wo es zum ersten Mal in der Geschichte der EU, auch für Österreich, dass Asylanträge oder Bearbeitung von außerhalb der EU-Grenzen stattfinden können. Das war nämlich ja in der Türkei? In der Türkei, was bis dato nicht der Fall war. Ich kritisiere daran zum Beispiel, dass der Fokus nur mehr auf syrische Flüchtlinge gelegt wird. Was ist mit den irakischen Flüchtlingen, die genauso verfolgt werden? Was passiert mit den jesidischen Minderheiten, die dort passieren? Was passiert mit den afghanischen Flüchtlingen, die auch dort in der Türkei sitzen? Also da ist, glaube ich, schon ein bisschen Nachschärfungsbedarf dahinter. Und sehr wichtig ist, wie ist es geregelt, dass die Leute, die jetzt aus Griechenland oder aus Idomeni zurückgeführt wird, wie wird das gewährleistet, dass die europäischen Menschenrechtsstandards eines ordentlichen Verfahrens noch stattfinden. All diese Dinge sind schon noch offene Fragen. Aber großteils sagen Sie, guter Deal. Herr Stadler, was sagen Sie, wird das nützen, diesem Hauptziel, das heißt, da gibt es weniger Flüchtlinge in die EU kommen? Gar nichts wird es nutzen. Das zeigt sich ja jetzt schon. Ist auch nicht vorbereitet, dieser Deal. Ja? Der Deal hat nur einen Zweck. Politisch der Frau Merkel den Kopf zu retten, das ist alles. Nach den verlorenen Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag hat sie Probleme bekommen. Dieses autohypnotische Mantra-Gerede von der europäischen Lösung, die sie anstrebt und die sie natürlich bewirken wird, die muss jetzt mit so einem Pseudo-Deal füllen. Ja? Sie muss also irgendwas darstellen können. Der Deal ist genauso wertlos und genauso schlecht vorbereitet wie der letzte Ratsgipfelbeschluss zum Thema Flüchtlinge, wo sie gesagt haben, wie sie das alles auf Europa verteilen werden. Ich glaube, 300 Flüchtlinge oder 370 Flüchtlinge haben es verteilt. 120.000 wollten es verteilen. Ja? Das ist genau das Gleiche. Das funktioniert genauso wenig. Das Einzige, was herauskommen wird, dass die Türkei weiterhin Geld verlangt. Ursprünglich waren es 3 Milliarden, jetzt sind schon 6 Milliarden. Ja? Beim nächsten Gipfel werden es wahrscheinlich schon 9 Milliarden sein. Herr Köse, kann die Türkei die Versprechungen überhaupt einhalten, zum Beispiel die Grenze zu sichern? Das ist eine Seegrenze, die ist wahnsinnig schwer zu sichern, wie man jetzt gemerkt hat. Geht das überhaupt oder ist das eine leere Versprechung? Also eine leere Versprechung ist es ganz bestimmt nicht. Es ist natürlich nicht möglich, eine Grenze in diesem Ausmaß, vor allem eine Seegrenze, komplett dicht zu machen, dass da wirklich keine Maus durchkommt, so auf die Art. Das wird natürlich nicht passieren. Das ist aber, glaube ich, auch beiden Seiten auch klar, dass das so nicht sein wird. Ich denke mal, es ist ein Anfangsschritt. Es geht in die richtige Richtung. Man muss irgendwo die illegale Migration nach Europa in Bahnen lenken, weil wir sehen ja die Probleme jetzt in Idomeni zum Beispiel. Wenn die Menschen eben unvorbereitet ankommen, dann ist der Staat auch hilflos da. Wir haben es ja in Österreich erlebt, wie die Zivilgesellschaft den Staat eines Besseren belehrt hat, nicht in puncto Flüchtlinge oder Versorgung und etc. Ich glaube, dass der Deal sehr gewagt ist. Ich glaube, er geht in die richtige Richtung. Es gibt viel Verbesserungspotenzial in dieser Richtung noch. Und natürlich auch die große Frage, die große Zahl sozusagen, 72.000. Nicht? Was passiert mit dem 72.000 Ersten?
72.000, die die EU aus der Türkei direkt aufnimmt, allerdings nur Syrer. Genau. Frau Aslan, ein Ziel dieses Deals ist, dass Menschen nicht mehr auf Boote steigen. Da sind sehr viele gestorben, letztes Jahr, auch heuer noch. Das heißt, das müsste eigentlich in Ihrem Sinne sein dann. Ja, es ist schon eine unmenschliche Tragödie, was sich im Moment abspielt. Auf der einen Ebene muss man natürlich den Menschen, die natürlich nach Europa kommen wollen, denen ein menschenwürdiges Leben auch ermöglichen können. Aber meine Befürchtung ist eben, dass dieser Deal quasi nur eine provisorische Lösung bringt im Moment, aber es keine nachhaltige Lösung für die ganze Sache ist. Der Grund, warum wir heute mit der Türkei einen Deal, einen dermaßigen Deal eingehen, den ich auch sehr skeptisch bewerte, ist natürlich der, weil wir nicht in der Lage waren, eine gemeinsame Lösung für die Flüchtlinge zu finden, weil wir auch bei den Kriegen weggeschaut haben. Ich meine, der Grund, warum es überhaupt bis zu diesem Punkt gekommen ist, ist nicht der behauptete Grund der Willkommenskultur, dass ja oft von Rechten oder von populistischen Kreisen der SPÖ oder den Grünen vorgeworfen wird. Der Grund ist der, weil wir einfach zu lange beim Syrienkrieg, beim Irakkrieg weggeschaut haben. Und wir können die Flüchtlingszahl nur reduzieren, wenn wir eine effektive Friedenspolitik betreiben. Das war ein eher langfristiges Ziel. Jetzt sind die Flüchtlinge mal unterwegs. Ja. Wir sind verbunden am Telefon mit dem Direktor der Volkshilfe, mit Erich Fenninger. Er ist jetzt in Idomeni. Das ist die Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien, dort, wo die Balkanroute geschlossen sind. Herr Fenninger, hören Sie mich? Ja, hallo. Guten Abend, Herr Fenninger. Wie haben denn die über 10.000 Flüchtlinge, die jetzt hier in Idomeni, dort wo Sie jetzt sind, feststecken, diese Nachricht vom EU-Türkei-Deal aufgenommen? Eigentlich ist der EU-Deal mit der Türkei etwas, was natürlich die Menschen erschüttert, aber noch mehr erschüttert hat sie, dass sie an den Grenzen nicht mehr weiterkommen. Also vor 2 Wochen, wie ich hier war, war die Situation so, dass noch wenige 100 am Tag über die Grenzen gelassen worden sind. Und aufgrund dieser Horuk-Aktion der österreichischen Bundesregierung, insbesondere Kurz und Nick Leitner, der Westbalkan-Konferenz ohne Einbindung Deutschlands, ohne Einbindung EU, ohne Einbindung Griechenlands, ohne Vorwarnung von Griechenland, wurden die Grenzen geschlossen. Und die Menschen sind verzweifelt, weil sie es nicht fassen können, dass ihnen der Weg in Schutz und Sicherheit jetzt geschlossen ist. Und wir appellieren an die österreichische Bundesregierung, wenn man das tut, einerseits die Verantwortung für die Versorgung hier zu übernehmen. Die Situation im Lager ist schlecht. Und zum Zweiten, dass man diese Menschen einfach Eintritt nach Europa gewährt. 14.000 Menschen sind nicht zu viel. Eine Frage noch zum EU-Türkei-Deal. Dort sind ja viele Menschen, die noch Verwandte haben, die noch auf der Flucht sind, in der Türkei sind oder noch in Syrien, im Irak. Was hören Sie denn so heraus? Werden sich diese Menschen jetzt nicht auf den Weg machen oder schon auf den Weg machen? Also hat der Deal die Auswirkungen, die man sich davon erhofft? Also die Menschen jetzt in Idomeni sind de facto nicht wirklich betroffen von dem Europa-Türkei-Deal. Sie sind ja schon vor dem Stichtag in Griechenland gelandet. Sie sind eher orientierungslos. Sie suchen nach Informationen. Es gibt jede Menge an Gerüchten. Und sie sind halt verzweifelt. Und die harren jetzt an der Grenze noch immer aus. Griechenland aus meiner Sicht bemüht sich schon, die Menschen zu versorgen. Auch die Polizei ist sehr friedlich und verhält sich adäquat. Aber das Grundproblem natürlich ist nicht gelöst. Und wir dürfen alle nicht vergessen, warum diese Menschen überhaupt nach Europa kommen. In Syrien herrscht Krieg. In Afghanistan werden Menschen verfolgt. Und gestern hat mich ein Satz tief bewegt, wo junge Menschen erzählt haben, sie haben es geschafft, sozusagen vor diesen massiven Bomben zu fliehen und wegzukommen. Aber jetzt sozusagen scheint der stille Tod zu beginnen. Ja, stirb langsam sozusagen ist jetzt das, was ihnen passiert. Sie haben keine Perspektive, wenn Europa nicht die Haltung verändert und sich besinnt, dass es einmal Grundwerte gegeben hat. Freiheit, Solidarität und Gleichheit und das Menschenrecht. Herzlichen Dank, Herr Fenninger. Danke für diesen Bericht aus Idomeni.
Wir diskutieren hier weiter. Kommen wir nochmal zurück, Frau Aslan, zum EU-Türkei-Deal und zu dieser Grundfrage, die wir uns hier stellen. Kann man mit dieser Türkei jetzt einen Deal machen? Sie kritisieren den Deal, ja? Ja. Aber ist es nicht für die Menschen in der Türkei ein großer Fortschritt, wenn die Türkei sich an der EU annähert? Ich war ja auch selber in den Krisengebieten und habe mir auch die ganzen Flüchtlingslagern vor Ort angeschaut. Es stimmt, dass die Türkei 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, aber von diesen 2 Millionen Flüchtlingen sind nur um die 250.000 Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern untergebracht. Der Rest, der halt nicht in den Flüchtlingslagern untergebracht ist, der lebt im Moment auf der Straße. Das sehen wir auch in Istanbul, in Ankara, in vielen anderen Städten in der Türkei. Und im Moment herrscht in der Türkei, der Friedensprozess ist abgebrochen. Es herrscht ein kriegsähnlicher Zustand. Der Friedensprozess mit den Kurden, meinen Sie? Der Friedensprozess mit den Kurden, genau, ist abgebrochen und es herrscht im Moment ein kriegsähnlicher Zustand. Seit letzten Juni herrschen die Ausgangssperren. Über 400.000 Menschen haben aus der Südosttürkei haben ihre Häuser und Wohnungen sozusagen verlassen. Es sind durch diese militärischen Interventionen unzählige Zivilisten ermordet worden, gestorben. Und ich meine, wir können keinen Deal machen, indem wir einfach die Menschenrechte aussparen. Die EU, Europa muss das natürlich in Kauf nehmen, dass wir quasi den Deal unbedingt an den Friedensprozess binden müssen. In der Türkei leben um die 10 bis 15 Millionen Kurden, Armenier und auch andere Minderheiten. Und wenn wir quasi uns nicht um den Friedensprozess kümmern, wenn wir diese Partei sozusagen wirklich nicht an den Friedensverhandlungen sozusagen binden können, dann befürchte ich, dass wir dann noch mehr Flüchtlinge haben werden. Und das können wir weder mit 3 Milliarden Euro, das können wir auch nicht mit 6 Milliarden Euro stoppen. Aber das passiert ja, wenn man den EU-Beitrittsprozess fördert, wissen wir, dass ja dann auch mehrere Kapitel, was die Menschenrechte, die Bürgerrechte, die Minderheitenrechte, die Meinungsfreiheit tut. Und da hege ich schon die Chance, dass man im Gespräch bleibt und auch mit dieser Visaerleichterung, das ist ja auch nichts anderes als ein Kapitel, der ja mit Jahresende stattgefunden hätte, wenn man diese 70 Kriterien erfüllt, hat man jetzt einfach nur vorverlegt. Ich glaube, dass man mit solchen Deals und mit solcher Perspektive auch etwas bewegen kann. Und deswegen lege ich eigentlich Hoffnung in diese Sache. Da waren jetzt 2 Themen drinnen. Einerseits der Krieg gegen die Kurden, den Sie angesprochen haben. Andererseits Menschenrechte und Pressefreiheit. Bleiben wir mal bei Menschenrechten Bleiben wir mal bei der Türkei, ja. Also bitte. Ihren Glauben in Ehren. Aber der Herr Erdogan pfeift sich um Europa gar nicht. Der Herr Erdogan hat die Vorstellung, dass ich nicht die Türkei der EU anschließt, sondern umgekehrt die EU der Türkei. Der geht am nächsten Tag, ja, man schließt mit der Frau Merkel einen Deal ab und mit der Europäischen Union und einen Tag später geht er hinaus und beschimpft die Europäische Union der Heuchelei, weil sie Kurdenzelte vor dem Parlament in Straßburg zulässt. Das können Sie in der Nachricht heute nachlesen. Also wenn, dann müssen Sie die Tatsache richtig darstellen. Was heißt Kurdenzelte? Können Sie mir das erklären? Was heißt Kurdenzelte? In einer Zeit, wie ich EU-Abgeordneter war, kam der Fortschrittsbericht über die Türkei. Ja, alles schön und gut, aber was ist ein Kurdenzelt? Können Sie mir das erklären? Lassen Sie mal den Herrn Stadler aussprechen, dann erfahren wir es. Kritische Sätze drinnen über die Situation der Kurden und über die Menschenrechtssituation und über die Situation der Journalisten in der Türkei. Wissen Sie, was der gemacht hat? Die haben einfach alles, was kritisch war, herausgestrichen und haben den bereinigten, zensurierten Bericht im Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Das ist die Türkei, unser Partner, der uns ins Haus steht. Also das kann man ja nicht ernst nehmen. Seien Sie mal nicht also gut, ich glaube, ich sollte die Frage selbst beantworten, weil eine gescheite Antwort werde ich hier jetzt nicht bekommen. Also Kurdenzelte finde ich ja schon mal ganz... Wovon sprechen wir hier? Kann das vielleicht jemand aufklären? Ja, das versuche ich ja gerade. Also das sind PKK-Zelte. Das ist auch ganz... In Brüssel? In Brüssel. Nein. Das sieht man auch auf jedem der Fotos in den Newspapers, von der Presse bis zu jeder anderen Tageszeitung. Es ist alles vollgepickt mit den Symbolen der PKK, die übrigens eine Terrororganisation ist. Und hier bei uns in Österreich, der Ham, verboten ist. Nein, das ist sie nicht. Muss ich Sie korrigieren. Nein. Entschuldigen Sie bitte, das ist sie nicht. Ich Österreich meine muss sich an EU-Recht halten. Nein, und in der Europäischen Union ist sie nun mal verboten. Ich sage Ihnen, aber um bei dem Thema Erfahrung zu bleiben und die Leute ausreden zu lassen wahr, und somit die Kontenance zu behalten. Nein, ich sage also, Ihnen, das ist nicht wahr, was bitte, Herr Köse, sprechen Sie jetzt aus und dann Herr Stadler antworten. Ja, ich muss das bitte, Herr Danke. Also das ist mal das Erste. Also Kurdenzelt, nicht? Also wenn wir von Kurden reden... Also ich habe immer noch nicht verstanden. Also ich sage jetzt mal, worum es geht. Es ging um eine Demonstration in Brüssel. Also Sie müssen sich das so vorstellen, der türkische Ministerpräsident kommt jetzt nach Brüssel und will mit der EU reden
um einen Deal auszuverhandeln und dass es ein bisschen weitergeht. So. Gleichzeitig aber sind vor ein paar Tagen eine Bombe in Ankara explodiert, wo 36 Menschen gestorben sind. Erwiesenermaßen war das ein PKK-Anhänger von der TAK, Tezerbeja Kurdistan, glaube ich, nennt man das. Und zwei Tage später fährt dieser Ministerpräsident in seinem Land, wo 36 Menschen ermordet wurden, nach Brüssel. Und das Erste, mit was er konfrontiert ist, ist ein Zelt von der PKK aufgestellt. Das ist so ähnlich wie wenn in Paris jetzt IS-Flaggen vom Champs-Élysées stehen. Also das war eine Demonstration, also, Herr Stadler. Warum ist das möglich, wenn das eine Terrororganisation ist, wie der Herr Köse sagt? Seit Jahr und Tag. Erstens ist die PKK in Österreich nicht verboten. Da kann man dazu stehen, wie man will. Ich war einmal fürs Verbot. Ja? Gut, sie ist aber nicht verboten. Sie war in Deutschland verboten. Zweitens, die Zelte, die ich selber gesehen habe, die sind insbesondere in der Parkanlage vis-à-vis des Straßburger Tagungsgebäudes. Hm. Ja? Und zwar hinten beim Altbau. Dort ist eine riesen Parkanlage und dort sind Zelte aufgestellt. Und die sind schon jahrelang dort. Lange bevor irgendwelche Bomben- und Bürgerkriegssituationsverschärfungen in der Türkei stattgefunden haben, wie es seit letztes Jahr der Fall ist. Und das entschuldigt es? Nein, das entschuldigt gar nichts. Aber das ist das Recht dieser Menschen, dort zu demonstrieren. Verstehen Sie, das ist Demokratie. In einer Demokratie unterstützt man mal keine Organisationen, die sich mit der Bombe in die Luft jagen. So beginnt die Geschichte ein. Das hat hier bei uns in Europa, in dieser Wertegesellschaft, nichts zu suchen. Herr Stadler, Herr Köse, gehen wir mal kurz weg von diesen Zelten, die, glaube ich, wenige gesehen haben. Aber ich denke, ich möchte Sie fragen, Frau Aslan. Der Herr Köse sagt, das ist eine Terrororganisation. Und die türkische Regierung geht legitimerweise gegen Sie vor. Ja, ich meine, es ist sehr einfach zu erklären. Die einzige Ausrede, was der Herr Erdogan sozusagen in der Hand hat, ist, dass er sagt, ich kämpfe gerade gegen die PKK-Terrororganisation und deswegen habe ich quasi das Recht, militärisch gegen Städte vorgehen. Gegen und Journalisten, gegen alles, was ihm nicht passt. Ist keine Rechtfertigung. Ja? Ich meine, eins muss klar sein. Wir können Ideologien, wir können politische Überzeugungen nicht erschießen. Wir müssen sie widerlegen, wenn es uns nicht passt. Und ich finde, der Grund, warum der Friedensprozess gescheitert ist, ist einfach der, dass der Erdogan alle Verhandlungspartner von sich einfach als Terroristen deklariert hat. Mit wem will er sich bitte am Friedenstisch zusammensetzen? Wenn er alle regierungskritischen Menschen, und das ist egal, ob das Kurden sind oder Türken. Sie vermischen gerade zwei Sachen. Nein, ich vermische nicht. Ich glaube schon, gewaltig sogar. Gewaltig. Wenn Sie mir bitte zuhören, dann kann ich Ihnen das erklären. Ich versuche es. Und in der Türkei herrscht gerade ein Krieg der Demokraten und der Antidemokraten. Mhm. Und jeder regierungskritische Mensch wird entweder als Terrorsympathisant, entweder als Terrorist oder als Staatsverräter deklariert. Das ist ein Zeichen, dass Herr Erdogan einfach kein Interesse an dem Friedensprozess hat. Im Gegenteil, er hat das Interesse. Niemandem dienen die Bombenanschläge mehr als dem Herrn Erdogan. Es ist keine Rechtfertigung. Schauen Sie, es ist keine Rechtfertigung. Herr Köse, bitte. Also ich bin nicht einer, der jetzt, egal welche Ideologie er vertretet, wie die Frau Berivan Aslan, da hundertprozentig alles gut heißt. Es gibt Demokratiedefizite in der Türkei. Das kann man nicht übersehen. Das ist ganz klar. Ja, das hoffe ich, dass Sie so denken. Menschen werden eingesperrt aufgrund ihrer Presse, aufgrund was sie schreiben oder was sie publizieren. Oder wenn einer jetzt den Erdogan mit Gollum vergleicht, muss er sich jetzt rechtlich belangen. Natürlich finde ich das als jemand, der in Europa geboren ist, nicht okay. Da gibt es wirklich viel Nachholbedarf und auch viel Kritik in Richtung der AKP, wo ich das auch ganz stark auch unterstütze. Aber wir müssen etwas trennen. Das ist eine andere Ebene als die Ebene mit der PKK. Das ist ja nichts Neues. Sie können nichts rechtfertigen. Lassen Sie mich ausreden. Sie können das ist ja seit den 70er, 80er Jahren gibt es diese Organisation schon. Und vielleicht erlauben Sie mir, vielleicht wollen die Zuschauer auch und auch vor dem Fernseher ein differenzierteres Bild davon sehen. Also die PKK, ich mache es auch kurz, ist in den 70ern, 80ern ja entstanden. Damals wurden ja Kurden in der Türkei wirklich massiv unterdrückt. Das muss man ja auch sagen. Heute nicht. Heute immer noch. Ich kann hier, glaube ich, nicht ausreden. Bitte, Herr Köse, führen Sie Ihren Satz zu Ende. Ich bedanke mich. Und damals wurden die Kurden wirklich massiv unterdrückt. Also da wurde damals von den republikanischen nationalistischen Parteien, die ja stark dem Militär unterstellt waren, also haben die Kurden wirklich unterdrückt. Da sind die Menschen auf die Berge gegangen und haben dann auf Staatsbedienstete geschossen, um ihrer Wut freien Lauf zu machen. Natürlich finde ich das nicht gut. Natürlich ist das schlecht. Gut, aber Sie sagen, heute ist das nicht mehr so und jetzt gibt es keinen Grund mehr, oder was ist? Also auf Unrecht, mit Unrecht zu reagieren, ist ja auch nicht gut. So, dann kam die AKP an die Macht,
hat vieles im Osten verändert, Infrastrukturprojekte gebaut, Spitäler gebaut, Schulen, Straßen, was man sich vorstellen kann. Das ist einer der Gründe, warum in der ersten Hälfte der AKP-Regierung bei den Wahlen im Südosten der Türkei mehr als 45% der Wählerschaft die AKP gewählt haben. Wir reden vom Südosten der Türkei, wo die Kurden, die östlichen Kurden zu Hause sind. Jetzt erklären Sie es jetzt doch schon relativ lang. Mhm. Also was Sie sagen wollen, wenn ich es richtig heraushöre, ist, das war mal schlimm mit den Kurden, es ist jetzt aber nicht mehr so. Es gibt derzeit keine Berechtigung, mit einer Kalaschnikow in der Hand auf Staatsbedienstete zu schießen. Herr Erdogan die Demokratie aushebelt. Was uns in erster Linie nicht in Wirklichkeit unser Hauptthema sein müsste heute, sondern die Frage ist eine andere. Ob die Europäische Union ihre moralische Unschuld verliert, wenn sie mit solchen Leuten Deals abschließt. Also zuerst einmal muss der Deal abgeschlossen werden, egal was in der Türkei derzeit passiert, weil hier gibt es Hunderttausende von Menschen. Keine Überhitzung. Hunderttausende von Menschen, die wirklich es verdient haben, in Europa fair behandelt zu werden. Jetzt zu sagen, die Türkei hat Demokratiedefizite, deswegen sollten wir mit ihnen jetzt keinen Deal machen, wird auf dem Rücken der Flüchtlinge wieder ausgehen. Nein, also das ist auch nicht okay. In aller Freundschaft. Aber also bitte, wir sind keine Freunde. Ich glaube, das wird hier deutlich, aber Herr Stadler, antworten Sie bitte trotzdem. Sie sollten nicht, wie sozusagen im Pavlovschen Reflex, nur wenn da etwas gegen den Herrn Erdogan gesagt wird, sofort sozusagen in den Wortschwall. Ich habe ihn gerade kritisiert, Herr Erdogan. Aber genauso umgekehrt passiert es auch, Herr Stadler. Wir reden über die moralischen Grundlagen der Europäischen Union, die offensichtlich über Bord geworfen werden, wenn die Frau Merkel ihr eigenes politisches Überleben sichern muss. Ich sage Ihnen, was das ist der zentrale Ansatzpunkt. Und das ist zu kritisieren. Ja. Und ich bin nicht alleine, die das kritisieren. Es sind auch viele Journalisten, die sagen, bitte, so kann man doch nicht moralisch argumentieren und sagen, wir halten die europäischen Werte hoch. Aber in dem Moment, wo es um das politische Überleben der Frau Merkel geht, werden diese politischen Werte... Ich sage Ihnen, was zur moralischen Verpflichtung. Gestern war ja der 13. Jahrestag des Irakkrieges. Die Frau Berivan Hassan hat es auch sehr lieb dargestellt. Ich glaube, dass ein Großteil der Misere, die wir heute haben, liegt ein Kernchen der Wahrheit. Mhm. Der Beginn mit dem Ganzen, was heute bis hin zu ES-Terror liegt, in dieser Invasion. Ja. Damals, die ich immer kritisiert habe. Weiß ich. Ein Verbrechen der Amerikaner. Und in diesem Krieg gab es damals Länder wie Österreich, Deutschland, Schweden, die nicht zu der Allianz der Willigen gehört haben, die schultern heute die Krise. Und alle anderen, die das sozusagen New Europe, wie der Donald Rumsfeld, ich glaube, Polen hat mit 2500 Soldaten, die Niederlande 1260 Soldaten, Rumänien war mit 850, Bulgarien, Dänemark, Tschechien, Ungarn, Mazedonien, Slowakei, Großbritannien, Italien, die sind dort mit Soldaten einmarschiert. Ja. Und heute keiner von diesen Ländern hat irgendwie das Gefühl, dass er moralisch dazu verpflichtet ist, diese Misere dieser Flüchtlinge aufzunehmen. Und das sollte man mal sagen. Vor allem was, die Amerikaner nicht. Schauen Sie mal an, was die Amerikaner tun für den Gott, Irak. Das wissen wir, dass ihr mit 100.000 sind einmarschiert. Mhm. Die zweite Sache, ich gehe viel weiter, was die Deals betreffen. Wir konzentrieren uns heute auf die Türkei und auf Erdogan. Ich finde, und wer ein bisschen die Flüchtlingssituation kennt, wir wissen, ein Drittel der Flüchtlinge sind circa Syrer, ein Drittel sind Iraker, ein Drittel sind Afghanen. Die afghanischen Flüchtlinge, die heute nach Österreich kommen, sind aus der absoluten Mehrheit Afghanen, die aus dem Iran herwandern und nicht aus Afghanistan. Mhm. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, der Iran hat bei gutem Wind auch seine Flüchtlinge, die bei ihm wohnen, auch entsorgt und sagt, geht's einmal Richtung Europa. Jetzt drängt der Iran zurück auf die Weltbühne, was ich auch begrüße. Und dann gibt einen Deal und einen Atomdeal und der versucht wieder salonfähig zu werden. Der Präsident Rouhani kommt, glaube ich, nächste Woche nach Wien. Und ich würde mir wünschen, dass man genauso jetzt nicht nur den Deal mit der Türkei, sondern auch mit dem Iran Tacheles redet und sagt, schaut's her, erstens einmal, wie ist eure eigenartige Rolle in Syrien, welche Milizen unterstützt ihr? Im Irak trägt sie auch sehr stark zu dieser Destabilisierung bei. Und warum werden die Afghanen, die bei euch, 50% dieser Afghanen sind in Iran geboren. Gut, Herr Rabe, wir müssen eine kurze Pause machen. Also diese Seite sagt, der Deal mit der Türkei ist schon so viel. Sie sagen mit dem Iran auch eine Diktatur. Also bräuchte man erst recht einen Deal. Wir sind gleich wieder zurück und sprechen auch darüber, wie es mit der Pressefreiheit in der Türkei aussieht und was die Visafreiheit jetzt eigentlich für uns bedeutet. Bis gleich bei Pro und Contra. Willkommen zurück
bei Pro und Contra. Soll man mit der Türkei einen Deal abschließen oder ist die Türkei zu weit hinten, was Menschenrechte, Pressefreiheit und den Umgang mit den Kurden betrifft? Das diskutieren wir. Herr Köse, wir waren bei der Pressefreiheit zuerst. Tatsächlich wurde die regierungskritische Zeitung Zaman gestürmt. Das Redaktionsgebäude hat danach die Blattlinie geändert. Mhm. Internationale Korrespondenten wurden ausgewiesen. Von Welt und Spiegel gerade letzte Woche zum Beispiel. Ein Journalist von Weiß war wochenlang in Haft. Wie verträgt sich das mit europäischen Werten? Warum soll man mit so einem Land überhaupt verhandeln? Also das verträgt sich natürlich herzlich wenig. Das ist natürlich, wie vorhin schon erwähnt, wirklich ein großes Problem in der Türkei, das ich auch selber gar nicht gut finde. Aber hätte man das nicht zur Bedingung machen sollen für einen Deal mit der Türkei, dass das zuerst repariert wird, so etwas wie Pressefreiheit, Menschenrechte? Ich glaube, das gehört auf jeden Fall nicht nur repariert, sondern auch neu erfunden in der Türkei. Weil in der Türkei wir das ja schon immer hatten, dass Reporter eingesperrt werden, nicht nur jetzt unter Erdogan. Das hat leider Gottes so eine chronische Krankheit, würde ich das jetzt benennen. Es gehört auf jeden Fall viel verändert da. Aber ich glaube, dass es nicht eine Sache ist, die in kurzer Zeit machbar ist. Also wenn man jetzt sagt, die Türkei muss das jetzt hinbiegen, sonst gibt es keinen Deal. Ja, wie lange hatten sie Zeit dafür? Also so etwas braucht Zeit. Die Gesellschaft muss auf so etwas vorbereitet sein. Und ja, es sind Demokratiedefizite da. Das muss man sich eingestehen. Es ist nicht schön, aber ich bin guter Hoffnung, dass auch die Führenden in Ankara das sehen und merken und vielleicht doch wieder in diesen Punkt in die Bahnen kommen. Also sind die EU-Verhandlungen gut, sagen Sie, weil das bringt die Türkei in die richtigen Bahnen, Herr Stadler. Man redet ja auch mehr. Also gut für uns und gut für die Türkei, wenn jetzt über den Beitritt verhandelt wird. Erdogan fühlt sich noch bestätigt. Er kann machen, was er will und kriegt trotzdem Agreements, ja? Und Beitrittsaussichten und Milliardenbeträge. Wissen Sie, sage ich Ihnen jetzt als Strafverteidiger etwas. Die Freilassung von Journalisten ist eine Frage von Stunden. Da brauchen Sie nicht Wochen dafür. Wenn also die Europäische Union sagt, wir machen es zur Bedingung, dass die Journalisten freikommen, dann ist das innerhalb von Stunden möglich. Und das Problem in der ganzen Türkei ist dann gelöst? Dann hat's, damit? Nein, aber das ist das Problem, dass die Journalisten in Haft sitzen, ist damit gelöst. Ja? Das Herr Rabbi, also warum sagen, wurde das nicht zur Bedingung gemacht bei diesen Verhandlungen? Soweit ich weiß, ist es sicher eine Bedingung. Es ist ja auch, naja, aber es ist niemand freigelassen worden. Es ist ja auch diese 4 Monate Frist, wo man sagt, man schaut sich jetzt das an. Also man redet jetzt zwar bis Juni von dieser Ding schon, ich bin mir hundertprozentig sicher, da geht einfach weder bei der Visa-Erleichterung noch bei der Beitrittsverhandlungen irgendetwas weiter, wenn nicht diese Dinge erfüllt werden sind. Das stimmt. Und tun wir auch. Das hat der neuen Verhandlungskorb aufgemacht. Einen. Ja. Und wie viele sind noch offen? Und vergessen wir auch nicht, dass die EU-Verhandlungen in die letzten, wie lange verhandeln wir schon? 10 Jahre, 5 Jahre, weiß ich nicht. Es sind ja auch natürlich sehr viele Dinge auch weitergegangen. Ob das in Zypern-Frage, ob es jetzt in der. Natürlich gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, aber man kann jetzt nicht auch die Augen verschließen und sagen, die EU-Verhandlungen haben in der Türkei. Was in Zypern weitergegangen ist? Also bitte, in Zypern wäre ein Friedensvertrag möglich, wenn die Zyprioten es nicht boykottiert hätten. Die Zyprioten hätten. Sind schuld, dass sie Der Kofi Annan ist das größte. Die Kurden sind schuld, dass es einen Bürgerkrieg gibt. So ist das. Darf ja nicht wahr sein, besetzen den Nordteil des Landes und dann sind die Zyproten schuld, dass sie sich nicht mehr dafür besorgen. Also es hat doch bitte, es war doch ein fixfertiges Vertragspunkt. Die Türkei nimmt das als Aufforderung an, machen zu können, was sie wollen, weil die Europäische Union in dem Moment, wo sie ein paar zigtausend Flüchtlinge über die Ägäis schicken, sofort in die Knie geht. Das ist die Botschaft. Vielleicht ein Wort zum EU-Beitritt. Bitte, Herr Köse und dann Frau. Also der Beitritt ist ja schon seit 1999 offiziell, seit ungefähr 40, 50 Jahren ist der Wunsch geäußert, der türkischen Republik in der Union dabei zu sein. Also ich finde, das alles hat sich schon zu einer Farce ausgeartet, dass schon Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist. Die Türken wissen, dass sie niemals dabei sein werden. Europa weiß, dass sie die Türkei niemals aufnehmen wird. Also fast alle europäischen Staaten. Aber jetzt wird wieder verhandelt. Ist eine Symbolik für die Türkei. Ich weiß gar nicht, warum die Türkei das überhaupt annimmt, diese Symbolik, und warum die beiden einfach nicht Klartext reden. Ja, weil es bei der Anpassung an EU-Recht natürlich Dinge auch weitergehen. Also ich persönlich glaube, Sie wollen das gar nicht. Ich würde es mir absolut wünschen. Aber ich glaube nicht, dass wir es in unserer Lebenszeit noch erleben werden, dass die Türkei in der EU dabei ist. Dafür gibt es 2 Punkte. Auf der europäischen Seite würde man natürlich eine führende Rolle der Türkei in der EU niemals akzeptieren. Vor allem nicht, weil es ein muslimisches Land ist.
Darüber hinaus natürlich ist die Türkei, und das ist natürlich auch der Türkei zu sagen, sehr verwöhnt in ihrer Unabhängigkeit der Außenpolitik. Die würde sie niemals aufgeben. Also, das heißt, Sie glauben, das kommt ohnehin nicht? Herr Rabe, Sie glauben, das kommt schon? Was wäre der Vorteil für Österreich? Also, ich glaube, dass einfach miteinander zu reden und zu verhandeln hat immer etwas gebracht. Sie haben jetzt gesagt, was der Vorteil für die Türkei wäre. Was wäre der Vorteil für Europa? Was wäre der Vorteil für Österreich, wenn diese Verhandlungen... Also ich glaube, also generell unsere, also der Beitritt steht jetzt nicht vor der Tür. Das wird wahrscheinlich, so wie der Herr Köser gesagt hat, 20, 40 Jahre noch dauern. Aber das europäische Projekt ist einfach ein Friedensprojekt, ein Projekt der Integration. Und wenn ich an diese europäische Idee glaube, dass es ein Friedens-, ein Menschenrecht, eine Sozialunion wird, dann ist es nur vom Vorteil, wenn ganz Europa dann im Endeffekt auch damit inkludiert sind. Ja, aber wo liegt natürlich dann das Problem? Oder wenn wir jetzt natürlich sagen, die Grünen waren ja quasi die Ersten, die wirklich für einen Türkei-EU-Beitritt ja waren. Ja. Aber unter diesen Bedingungen geht nicht. Wir können nicht auf Kosten der Menschenrechte, auf Kosten der Frauenrechte uns ein bisschen freikaufen. Aslan hat ja auch keiner gesagt. Der Herr Rabi hat zuerst gesagt, es ist sehr viel weitergegangen in der Türkei. Ja, aber was ist weitergegangen? In der Türkei herrscht im Moment Ausgangssperre, die wochenlang, monatelang dauern, wo man die Bevölkerung wirklich... die medizinische Versorgung der Bevölkerung entzieht. Man lässt sie einfach in ihren Häusern verhungern. Das ist einfach eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Man lässt niemanden irgendwo verhungern. Ja, ich meine, Sie werden nur die einseitigen AKP-Zeitungen lesen. Deswegen werden Sie das nicht wissen. Der Herr Erdogan hat alles andere einfach, die haben alle anderen regierungskritischen Medien und Organe haben sie alles entweder beschlagnahmt. Also die Leute werden im Osten zu Hause zum Verhungern gelassen. Das ist wirklich Ihre Meinung. Lesen Sie bitte die Menschenrechtsberichte. Lesen Sie bitte die Berichte der Amnesty International. Ja. Ich meine, es ist ganz normal, dass Sie so denken. Weil Sie nur die einseitige AKP-Politik sozusagen lesen, nur die Medienzensur vom Erdogan befolgen und alles andere interessiert Sie nicht mehr. Aber das wissen Sie doch gar nicht. Sie reden von europäischen Werten, von demokratischen Werten und Sie haben ein Problem damit. Sie rechtfertigen sozusagen Demonstrationen, Zelte, die verbrannt werden von dem EU-Parlament mit in dem Sinne, ja, die denken halt anders und das geschieht halt ihnen recht, ja, wenn jetzt Zelte verbrennt werden. Terroristen sagen. Und sie terrorisieren. Jetzt hat der Herr Stadler gesagt, werden die kurdischstämmigen Österreich in Österreich, ja, die sind damals von der Unterdrückungspolitik, von der Assimilierungspolitik in der Türkei, in anderen Ländern sind sie geflüchtet nach Europa gekommen, um eben hier in Freiheit leben zu können. Aber was machen die ganzen AKP-Anhänger und Anhängerinnen? Die schränken die Freiheiten nicht nur der kurdischen Österreicherinnen, sondern auch der Politikerinnen. Sie werden stigmatisiert, sie werden als Terroristen deklariert. Also Sie selbst meinen Sie? Nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Naja, schauen Sie, Sie müssen es schon mit Ihrem Gewissen vereinbaren. Nein, das ist nachdem so. Sie zwei... Lassen Sie mich bitte ausreden. Bitte. Lassen Sie mich ausreden. Aber Sie haben sehr lange gesprochen, Frau Aslan. Ich hätte gerne eine Antwort darauf, Herr Köse. Also, Sie müssen es mit Ihrem Gewissen vereinbaren. Sie haben jahrelang hier implizit Werbung für die PKK gemacht. Jetzt in der Türkei, lassen Sie mich ausreden. Das ist aber schon ein starker Vorwurf. Das ist einer. Entschuldigung, darf ich den Satz zu Ende bringen? Bitte, und ich stehe auch dazu. Jetzt in der Türkei eine Bombe explodiert, müssen Sie sich mit Ihrem Gewissen vereinbaren. Weil Sie tragen auch eine Mitschuld, dass diese Menschen verstorben sind. Weil die Ideologie, die Sie unterstützen, hat diese Bombe in der Türkei. Wir brauchen jetzt eine Antwort. Das ist Frau Aslan. Das ist wirklich, Aslan, bitte eine Antwort. Nein, haben Sie die PKK unterstützt? Also das ist Entschuldigung, das ist meine Meinung. Eine massivste, letztklassige Unterstellung. Einer Abgeordneten einer pazifistischen Partei, die seitdem Sie... Lassen Sie mich ausreden. Das war eine HDP-Veranstaltung. Mit PKK-Fahnen im Überschuss. Perfekt. Also, lassen Sie mich mal bitte ausreden. Bitte, Frau Aslan, ich brauche eine Antwort auf diese... Seitdem ich im österreichischen Parlament bin, seitdem ich als politische Aktivistin tätig bin, rede ich nur von Frieden, von Menschenrechten, von Frauenrechten. Ich habe mich nie zu Gewalt bekannt. Ich bin immer nur diejenige gewesen, die eben immer wieder von Gewaltfreiheit geredet hat. Und Sie werfen jetzt mir vor,
Ja. Dass ich jemanden zur Gewalt aufrufe. Ich meine, das ist genau. Tun Sie es schon. Mit dieser Art und Weise haben Sie in der Türkei. Okay, fordern Sie nochmal auf. Wie macht man implizit einen Gewaltaufruf? Das ist wirklich Sie haben mir einen Vorwurf geäußert. Das wir ist haben die Antwort gehört. Und ja. Wir haben hier eine Wortmeldung im Publikum zum Thema Frauenrechte, glaube ich. Bitte. Ja, ich bin gerade wirklich. Also, das ist live sowas zu sehen, ist ein. Eine Schande, wirklich, mir fehlen die Worte. Aber ich wollte Sie darauf hinweisen, ja. Frauenrechte, ich glaube, auf einem Punkt sind wir uns in diesem Raum alle einig. Frauenrechte sind Menschenrechte. Absolut. Und Menschenrechte sind eine der wichtigsten Bausteine der Demokratie. In der Türkei werden gerade Frauenrechte demonstrativ Beispiel 8. März vielleicht. Frauentag ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Frauenbewegungen international. Ja. Und Frauentag, am Frauentag dürften die Frauen keine Kundgebung haben in der Türkei und in Istanbul. Und diejenigen Frauen, die ihren Recht für freie Meinungsäußerung wahrnehmen wollten, würden festgenommen und geschlagen. Gewalt an Frauen sollte nicht nur innerhalb einer Kampagne 16 Tage gegen Gewalt in Österreich thematisiert werden, sondern universell auch in der Türkei. Und wie können Sie hier sitzen und dann von einem AKP Werbung machen und dafür PKK dafür ausnutzen, sie nutzen das gerade das ist aus, um einen Propaganda AKP was im Moment Werbung und Propaganda in österreichische Fernsehen zu machen. Die Regierung jagt sich nicht in die Luft. Ne? Also beginnen wir mal so. Ja, schauen Sie, sicher, es gibt Probleme, ja. Und das ist wurscht. Das ist wurscht, Probleme. Auch in der Türkei gibt es auf Bitte jeden Fall sich die Antwort an. Probleme. Zu sagen, ja, da gibt es überhaupt keine Probleme, da wird keiner unterdrückt. Das stimmt ja alles nicht. Es gibt auch solche Fälle. Aber ich glaube, Sie sprechen da einen ganz besonderen Fall an, nämlich das war eine Kundgebung, aber nicht im Sinne vom Frauentag, sondern das war Tage davor, das war nicht am Frauentag. Sicher war es, das war eine am Frauentag. Nein, schauen Sie, die Medien drehen die Tatsachen. Also bitte. Und in der Türkei, ich weiß, es passt hier niemandem fast, weil das Publikum sehr parteiisch besetzt ist heute. Nein. Aber dennoch muss man eines schon sagen. Auf beiden Seiten. Diese Seite, wir haben diese von beiden Seiten Frauen, Worte, Herr, die dort eben demonstriert haben, hatten auch verbotene Symbole dabei, wie eben die PKK-Flagge. Ja. Dass dann die Polizei hier agiert, wie eine defekte ist auch verständlich. CD wiederholen. Das ist so wie, wenn man jetzt natürlich IS-Anhänger ist und jetzt da 100 IS-Frauen in Wien spazieren würden mit der IS-Flagge, dann würde die Polizei diese Kundgebung auch auflösen. Aber wie praktisch. Und jedes Land hat nun mal seine Prioritäten. Ist doch praktisch, und seine Gefahr, die es abwenden muss. Darf ich mal das so ist Herr Stadler, bitte noch eine Antwort. Quodera demonstrandum, kann ich als Österreicher nur dazu sagen. Man sieht alleine, wie Sie agieren, und jetzt gehören Sie noch zu den Liberalen wahrscheinlich, wie Sie agieren, fast schon erregt, wenn es darum geht, sozusagen eine Frauenkundgebung, die man aufgelöst hat, zu verteidigen. Da sagen Sie sofort, da waren Flaggen dabei. Ja? Wer weiß, das ist doch praktisch für eine Regierung, eine Kundgebung aufzulösen. Da brauchen Sie nur ein paar Flaggen da unter die Leute mischen und schon haben Sie da Rechtfertigung, alles aufzulösen. Das darf doch nicht wahr sein. Sie gehen jetzt von einem Fall aus, der nicht wahr ist. Sie unterstellen dem Staat jetzt, dass er Flaggen da irgendwas unterstellt. Ich will Ihnen damit nur sagen, dass Ihre Argumentation, und Sie gelten jetzt noch als einer der Liberalen, ich möchte einen AKP-Funktionär da gar nicht hören, mit der wahrscheinlich in Erregungszustand geraten würde, zeigt, dass man mit der Türkei in dieser Verfassung eben keine Deals abschließen darf, ohne dass man auf die Einhaltung von Menschenrechten, Frauenrechten und die Minderheitenrechte, weil es geht ja auch um ethnische Minderheiten, pocht. Herr Stadler, und es ist auf jetzt das Recht der Journalisten zu berichten. Ja, ist jetzt aber, Herr Köse, Sie haben schon gesprochen, es ist jetzt aber ein Deal abgeschlossen worden und Teil dieses Deals ist, dass es ab Juni Visafreiheit für türkische Staatsbürger gibt. Ich möchte noch einmal nachfragen, was bedeutet diese Visafreiheit? Ich möchte da noch kurz drauf eingehen, weil da haben wir viele Fragen dazu gehabt. Sie haben jetzt gesagt, dass die Kurden in der Türkei derzeit in keiner guten Lage sind. Kann diese Visafreiheit bedeuten, dass viele Kurden jetzt nach Europa fliehen, mithilfe einfach ihres Passes ins Flugzeug steigen können? Ich meine, und sozusagen mehr Flüchtlinge kommen als weniger. Vielleicht noch eine Ergänzung eben zum Staatsbürgerschaftsgesetz, das jetzt ab 1. April sozusagen eintritt.
in der Türkei. Und zwar werden diejenigen, die schon die letzten 5 Jahre sich in der Türkei aufgehalten haben, die werden dann sofort die türkische Staatsbürgerschaft dann bekommen. Und das betrifft circa um die 250.000 Syrer auch. Und das Problem ist natürlich, die Kurdenfrage in der Türkei ist nicht nur eine nationalistische Frage. Die Kurdenfrage in der Türkei ist eine Frage der Herrschaftsverhältnisse. Mhm. Es ist eine Frage der Machtverhältnisse. Es ist eine Frage der Minderheitenrechte in ganz Türkei. Nicht nur die Kurden werden im Moment durch diese Politik unterdrückt. Es werden auch demokratisch liberale Türken auch unterdrückt. Die werden als Staatsverräter deklariert. Christen. Es werden auch syrische, armenische Minderheiten auch deklariert. Es werden turkmenische Aleviten auch unterdrückt. Und die können alle mit dem Pass ins Flugzeug steigen und nach Europa fliegen. Ab und aus diesem Grund, ja, das wird wahrscheinlich nicht so leicht sein. Und aus diesem Grund muss die EU, die darf die Menschenrechte, die darf den Friedensprozess, die darf wirklich die Frauenrechte nicht aussparen. Das geht nicht. Aber Herr Köse oder Herr Rabe, ich frage Sie, hat man da nicht Erdogan die Gelegenheit gegeben, Gruppen, die ihm ohnehin lästig sind, Kurdenaktivisten und Aktivistinnen, 250.000 Syrer und Syrerinnen, die jetzt einen türkischen Pass bekommen, einfach bequem loszuwerden, indem man ihnen Visumsfreiheit gewährt? Aber das ist ja noch nicht gewährt. Das ist ja ab Juni. Ja, ab Juni. Es war steht ja vorher, was leider keiner sagt, dieses Prozess der Visafreiheit läuft ja mit der EU und Türkei unabhängig von diesem Deal. Nur war das Deadline, wo man das bewertet, Jahresende. Und mit diesem Deal ist man ihnen entgegengekommen und gesagt, wir schauen, dass wir es im Juni bewerten. Also das hat jetzt mit dem Deal a priori nichts zu tun. Da gibt es über 70 Bedingungen. Nein, es keine Zusage, dass das stattfindet. Nein, dass man das evaluiert und da müssen über 70 Bedingungen erfüllt werden, dass das überhaupt stattfindet. Die Sorge, dass 250.000 Syrer, die jetzt eingebürgert werden, die Türkei in die EU kommen, nein, das ist nicht die Sorge, gerade, das ist da nur eine Feststellung. Nein, aber ich will nur sagen, gerade die Syrer haben ja bewiesen, die haben 4,5 Jahre gewartet. Kein Mensch wollte nach Europa kommen. Mhm. Die haben in die Lage im Libanon, in Jordanien, in der Türkei gewartet, erst als sie gemerkt haben, es ist sinnlos. Erst als die UNO und die ganze Weltgemeinschaft die Geldmittel gekürzt haben und sie keine Perspektive gehabt haben, sind die erst weitergewandert. Also diese Menschen, gerade diese Menschen glauben an ihre Heimat und möchten gerne in einem friedlichen, demokratischen Syrien zurückkehren. Eine kurze Antwort noch, Herr Stadler? Eine Frage stellen. Wie hoch, schätzen Sie, ist der Anteil der Mitverantwortung am Krieg in Syrien für die Türkei? Wie hoch, glauben Sie, ist die Zahl jener, die als Söldner durch die Türkei nach Syrien gebracht wurden? Wie hoch die Zahl jener, die in türkischen Lagern als Kämpfer ausgebildet wurden, damit sie dann als Söldner nach Syrien gehen? Dieser Punkt, wie diskutiert der Anteil der Mitverantwortung Erdogan, Türkei, Afghanistan, an Krieg in Syrien. Der Unterschied, dieser Anteil ist enorm. Herr Stadler, der Unterschied zwischen wir Herr Raube, die Antwort hören wir gleich. Wir machen eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück mit der Antwort der Verantwortung der Türkei bei Pro und Contra. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren über den Deal Türkei-EU, ob das ein guter Deal ist, der überfällig war, oder ob uns die Türkei da erpresst. Und wir haben hier eine Frage in der ersten Reihe, bitte. Danke. Es wurde bisher jetzt nur mehrmals über Friedensprozess und Menschenrechte und innerpolitische Defizite der Türkei diskutiert. Aber es geht um Menschen, die außerhalb Türkei und außerhalb der EU momentan sind, in der Mitte sagen wir, wo Menschen sterben vor Kälte, im Meer sterben und Kinder verhungern. Wieso ist der Schwerpunkt die innerpolitischen Defizite der Türkei und nicht die Menschenrechte eigentlich der Flüchtlinge? Frau Aslan, ich frage Sie das. Aslan, warum stellen Sie das nicht voran? Schauen Sie. Ich meine, ich hoffe, Sie verfolgen auch die grüne Politik und wissen auch, wie unsere Flüchtlingspolitik ist. Die Frage der Flüchtlingsfrage ist auch genauso eine Frage der Menschenrechte und natürlich auch der Frauenrechte. Wir reden hier von Machtverhältnissen. Wir sagen nicht, das eine Leben soll wertvoller als für das andere Leben sein. Und Menschenrechte sind universelle Rechte.
und universelle Rechte, und das ist jetzt egal, ob das innerpolitisches Recht ist, ja? Wie in Irak oder in Syrien der Krieg ausgebrochen ist, dann haben wir nicht gesagt, das sind innerpolitische Sachen, da müssen wir uns nicht einmischen. Ja, wir müssen uns einmischen, weil wenn es um Menschenrechte geht, wenn unschuldige Menschen sterben, dann dürfen wir nicht sozusagen zu den einen sagen, euer Leben ist mehr wert als wie der andere. Und im Moment, wenn Sie mich fragen, findet ein legaler Menschenhandel einfach statt durch diesen Deal. Ja? Also danke, man nimmt jetzt quasi die Flüchtlinge zurück, aber man schaut dann weg, wenn in der Türkei dann Minderheiten sozusagen erbarmungslos ermordet werden. Danke, Frau Aslan. Wir haben hier eine Frage. Bitte. Ja, also ich finde es eine Frechheit, was Herr Köse gesagt hat, dass man jetzt ja mit der Türkei wieder guter Hoffnung sein kann. Dann lesen Sie offensichtlich wirklich keine Zeitungen. Wenn man sich die antidemokratischen Tendenzen jetzt gerade anschaut, also der aktuellen türkischen Regierung, sieht man ja auch ganz klar bei den Wissenschaftlerinnen. Es hat eine Petition gegeben von über 1000 Akademikerinnen, die heißt Akademikerinnen für den Frieden, We will not be part of this crime, wo gesagt worden ist, man möchte die Aufnahme des Friedensprozesses wieder haben, man möchte, dass der Militäreinsatz beendet wird im Südosten von der Türkei. Und für diese Petition, nur für dieses Unterschreiben, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, nur für dieses Unterschreiben werden einfach Wissenschaftlerinnen eingesperrt, suspendiert und angegriffen. Herr Köse. Ja, also ich kann das alles jetzt nicht nachvollziehen, ob das wirklich so ist, wie die Dame das jetzt hier sagt. Warum lesen Sie mal Zeitungen, sage ich Ihnen die ganze Zeit. Andere Zeitungen. Wie gesagt, es gibt diese Probleme. Die zweite Zeitung. Wir haben diese Probleme, aber viele Sachen, was hier auch benannt wurden, sind natürlich nicht schön und ist natürlich nicht toll. Aber ich glaube, wo die Hoffnung komplett aufzugeben, weil Sie das ja kritisiert haben gerade, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man muss schauen, dass man mit der Türkei in Gespräch kommt. Deswegen finde ich auch den Deal so wichtig, weil dann die EU umso näher bei der Türkei ist und vielleicht auch da auch einwirken kann. Weil das vergisst man immer. Wer soll es denn sonst tun? Nicht? Danke sehr. Hier haben wir noch eine Frage, der Herr mit dem roten T-Shirt. Nachdem der Herr Köse ja die Meinungsfreiheit in der Türkei kritisiert hat, habe ich mir eigentlich auch von der Frau Berivan Aslan eigentlich erwartet, dass sie auch irgendwie Bezug oder Stellung zum Attentat in Ankara nimmt. Weil in Ankara wurden auch um die 40 Menschen getötet. Mhm. Und das hat auch einen Arm der PKK eigentlich auf sich genommen. Mhm. Und man spricht immer wieder die Defizite der Regierung, anderer etc. an. Mhm. Aber sieht dann nicht, dass dann doch 30 oder 40 Leute einfach so getötet werden, in die Luft gejagt werden und dass man dazu keine Stellung nimmt, finde ich halt auch etwas schade. Frau Aslan und von Ihnen, Herr Stadler, auch. Das geht an diese Seite. Also es ist schade, dass Sie mir nicht auf Facebook oder auf Twitter folgen, weil da habe ich sehr wohl die Tat verurteilt. Und es ist egal, welche Gruppe. Jeder Angriff auf unschuldige Zivilisten ist zu verurteilen. Weil, wie ich vorhin auch erwähnt habe, wir können Ideologie nicht erschießen, ob sie uns passen oder nicht. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu geäußert. Ich habe diese Art Attentate gegen unschuldige Zivilisten auch immer wieder sozusagen kritisiert. Und das war die TAK. Und die TAK ist nicht die PKK. Ich meine, da muss eine man halt irgendwie auch... Eine Schwesterorganisation. Nein, das ist keine Schwesterorganisation. Also, sicher. Nein. Die, Entschuldigung. Nein, bitte. Schauen Sie mal im World Wide Web nach. Nach dem das können wir jetzt hier, glaube ich, nicht klären. Ja. Aber es hat sich auf jeden Fall eine andere Gruppe. Auf dem Hauptfenster der TAK ist das Bild von Abdullah Öcalan, dem Gründer der PKK. Also, reicht das nicht? Wenn wir über gewisse Organisationen reden, dann müssen wir auch ganz schön differenzieren. Also ich kann auch nicht die Al-Nusra mit allen anderen vergleichen. Da muss man schön differenzieren, von welchen. Aber Sie haben auf jeden Fall gesagt, Sie verurteilen das. Herr Stadler, ich möchte Sie auch noch fragen, weil das an diese Seite gegangen ist, die Frage. Reden wir das zu klein, den Terror in der Türkei? Nehmen wir das nicht ernst genug? Es gab auch vorher schon Terror. Es gab schon während des Wahlkampfs schwere Terroranschläge. Ja, es wird jetzt nur dieser eine besonders ins Zentrum gerückt. Also Terror bekämpfen Sie nicht, indem Sie vorher Dörfer massakrieren. Das geht nicht. Sondern Terror kann man nur bekämpfen, indem man den Nährboden des Terrors entzieht, indem man einen Friedensprozess in Gang setzt. Es gab vorher in Syrien keinen Terror. Syrien war ein friedliches Land, ich war mehrfach dort. Es gab vorher, die Amerikaner den Irak zerstört haben, auch keinen Terror. Es war keine optimale Demokratie, aber das ist in der ganzen Region nicht zu finden. Aber das, was sich jetzt dort täglich abspielt, das, was Sie jetzt beklagen, zu Recht, spielt sich im Irak seit Jahr und Tag in Bagdad ab.
in allen Städten des Irak. Das ist schon zur Gewohnheit geworden. Das ist das Erschreckende. Das heißt, wenn Sie ein Land zerstören und destabilisieren, dann schaffen Sie den Nährboden für Terror. Aber Herr Stadler, da müssen Sie genauso den Bashar Assad, der genauso seine Bevölkerung massakriert und die Städte bombardiert. Die Frage war zunächst einmal, wie hat das Land ausgeschaut, bevor man dort einen Krieg inszeniert hat? Das können wir jetzt nicht mehr klären, aber wir haben es schon diskutiert. Ich will damit nur sagen, der zentrale Ansatz ist nicht, dass man dem Herrn Erdogan Recht gibt oder einer PKK Recht gibt oder irgendeiner Unterorganisation oder Nebenorganisation, sondern der fundamentale Zugang ist, dass man Terror nur bekämpfen kann, indem man einen Friedensprozess in Gang setzt. Nur so kann man das. Sie haben am Anfang schon eine Frage gestellt. Also ich habe das Gefühl, dass wir absolut vom Thema abgekommen sind und wieder auf meine Frage vom Anfang zurückkommen. Was bedeutet der Deal nun für Österreich? Herr Rabe, vielleicht beantworten Sie das jetzt. Der Deal bedeutet für Österreich, dass eine Message gegeben wird, dass durch Schlepper keine legale Möglichkeit mehr in Europa zu sein. Leute, die mit einem Boot, weil die Frage war, kann die Türkei die Grenzen schließen? Das kann sie nicht. Aber was jetzt vereinbart ist, dass die Türkei all diejenigen, die jetzt mit Schlepperboote oder selber nach Griechenland gehen, wieder zurückgeführt werden. Und die Türkei nimmt sie auf. Einer der größten Probleme ist ja, auch von Menschen, die kommen aus Nordafrika, ist die Rückführung. Wenn man niemanden, auch bei einem negativen Asylbescheid, wenn das Land, aus dem die gekommen sind, nicht zurücknimmt, dann bleiben sie hier. Das ist, glaube ich, die erste Message, dass Schlepperei nicht mehr eine Möglichkeit. Die zweite Message ist, dass man eine Möglichkeit schafft, eine legale, kontrollierte Zuwanderung und Asyl außerhalb der EU zu schaffen. Und ich bin aber in vielen Dingen trotzdem noch skeptisch. Ich glaube, dass die Menschenrechte, die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit in der Türkei sehr wohl thematisiert wird und dort wirklich immensen Druck ausgeübt wird. Und ich bleibe auch bei den Kritik, warum redet man nur von Syrien, vergisst die Iraker, warum bindet man nicht die ganze Bevölkerung? Herr Al-Rawi, das haben wir am Anfang gesagt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Ihre Frage ist jetzt doch halbwegs beantwortet. Darf wahrscheinlich liegt es daran, dass nicht alles so klar ist an diesem Deal und sehr, sehr viel noch offen ist. Wir haben keine Zeit mehr leider für eine Ergänzung. Wir werden sehen in den nächsten Wochen, was das tatsächlich für uns bedeutet. Wir sehen uns nächsten Montag nicht, weil das ist Ostermontag, aber am 3. April bei der großen Elefantenrunde zur Präsidentschaftswahl um 20.15 Uhr zur Frage, wer wird Präsident? Und hier geht es jetzt weiter mit Roland Thüringer. Viel Spaß damit und viel Spaß.